In diesem Video geht es nochmal um diese Kamera. Ihr habt das ja auch im Titel gesehen. Ich möchte euch ein paar Bilder zeigen von der deutschen Greifenwarte auf der Burg Gutenberg am Neckar. Und ja, alles Weitere wie immer nach dem Intro. Hallo da draußen, herzlich willkommen, mein Name ist Sven Klügel. Ja, und ich erzähle euch heute noch ein bisschen was zur Lumix DCFZ83. Solltet ihr das letzte Video noch nicht gesehen haben, empfehle ich euch wirklich, das da oben in der Infobox noch anzuklicken. Wenn ihr die Infobox nicht seht, dann geht an ein Gerät, wo ihr die seht. Also am Fernseher geht das, glaube ich, nicht. Jedenfalls, ich habe da euch noch einiges erzählt und heute möchte ich euch noch ein bisschen mehr erzählen. Und das Erste, was ich erzählen muss, ich habe ja letzte Woche die Kamera zum Testen gehabt. Ja, und jetzt ist die Kamera praktisch mir, die Rechnung ist auf dem Weg, weil ich heute entschieden habe, ja, ich behalte diese Kamera. Im Grunde habe ich das schon gestern gemacht. Gestern war ich nämlich den zweiten Tag unterwegs, wieder Tiere fotografieren. Und zwar war ich bei der Deutschen Greifenwarte auf der Burg Gutenberg am Neckar. Ja, die haben eine Flugshow, da sind einige Greifvögel, Eulen und Geier. Und das war sehr interessant, davon abgesehen. Und sehr erfolgreich, was die Bilder angeht. Bilder zeige ich euch alle am Ende. Jetzt erstmal so ein paar Punkte, die vielleicht den ein oder anderen interessieren, die sagen, oder jetzt auch durch Zufall hier draufgekommen sind, ja, was muss ich denn wirklich mir denken, wenn ich mir so eine Kamera hole, die, ja, genauer gesagt, unter 300 Euro kostet, 299, vielleicht sogar ein bisschen weniger. Was kann ich da erwarten? Und das habe ich euch schon da oben gezeigt. Man kann wirklich recht viel erwarten. Allerdings, das muss ich auch gleich sagen, ich bin natürlich schon erfahren. Ich achte auf Dinge, wo ein Anfänger nicht drauf achtet und nach Hause kommt und sagt, Scheiße, ist ja alles verwackelt oder so. Entschuldigung der Ausdruck, aber so ist es ja. So denkt doch jeder für sich, wenn er nach Hause kommt und die Bilder sind nichts geworden. Man muss sich also mit einer Kamera beschäftigen. Das ist das A und O. Jetzt, ich habe gestern im Grunde für mich gedacht, ich bin total faul. Ich mache wirklich ja mal einen auf Anfänger. Und trotzdem kann man natürlich nicht Anfänger sein. Man weiß, was man tut, wenn gewisse Bedingungen vorherrschen. Und das sind schlechte Bedingungen. Schlechte Bedingungen sind zu wenig Licht, Verwacklungsgefahr. Ja, und das ist eigentlich schon mal das Schlimmste, was einem passieren kann. Man macht Fotos und die sind alle verwackelt, weil man sich keine Zeit lässt. Ich habe mir Zeit genommen. Ich habe dann auch irgendwann nicht nur ein Bild gemacht, und das ist sehr entscheidend, gerade bei Tierfotografie. Ich habe viele Bilder gemacht. Natürlich muss man dann auch viele Bilder wegwerfen, aber das macht doch nichts. Ja? Wenn man 2/3 der Bilder wegwirft, etwa so in dem Dreh war das nach dem ersten Durchsehen bei mir gestern, dann ist das gar nicht mal so uncool. Vor allen Dingen nicht mit dieser Kamera und mit den Bedingungen. Aber was habe ich wirklich hier eingestellt, damit ihr das grob wisst, für die Leute, die ein bisschen Erfahrung haben, die anderen, hört einfach mal zu. Also ich habe die Programmautomatik eingestellt und nein, das P ist nicht der Profi-Modus, das ist die Programmautomatik, die macht eigentlich alles. Außerdem ist die Auto-ISO an, das heißt, die Kamera kann die Empfindlichkeit hochdrehen. Ich glaube, ich habe nicht mal eingestellt, dass es die obere Grenze nicht erreichen darf. Habe ich einfach gemacht und ganz ehrlich, das hat eigentlich auch soweit gut funktioniert. Die zwei Dinge, die ich wirklich an der Kamera eingestellt habe, das macht man auch über das Drehrädchen, was gleichzeitig übrigens ein Taster ist für die Leute, die das aus Versehen übersehen in der Bedienungsanleitung. Hier kommt man ganz schnell in die Belichtungskorrektur. Da das ein digitaler Sucher ist, könnt ihr ja sehen, wie ist das Bild, zu hell, zu dunkel, oder ihr wollt es zu hell oder zu dunkel haben. Draufdrücken, drehen, ihr seht, wie das Bild sich verändert, nochmal drücken, dann ist es fix. Und dann eben Bilder auslösen. Und das Zweite ist, das stellt man hier unten ein, wie viele Bilder pro Sekunde gemacht werden. Ihr könnt Einzelbild machen. Ich hatte auf den mittleren Speed, sage ich jetzt mal, gestellt. Und mehr habe ich nicht gemacht. Ich habe einmal noch auf schnell gestellt, das war mir dann aber zu viel, weil
je mehr Bilder man macht, umso länger sitzt man am Rechner und muss natürlich alles sich durchgucken. Ja, und dann habe ich einfach Fotos gemacht. Wie viele Fotos kann man machen? Sehr, sehr interessanter Punkt. Ich habe das auch schon mal bei meiner Sony erklärt und hier muss ich das auch erklären, weil das, was ich gestern gemacht habe, kommt natürlich aus der Benutzung der Sony. Spiegellose Kamera, sagt man ja immer, Akku hält nicht. Wenn ich eine Kamera runternehme, meine Sony, schalte ich die aus. Nehme ich sie wieder hoch, schalte ich sie an. Das ist schon in mir drin. Ja, ich schalte jede Kamera an, aus. Hier auch. Ist ein anderer Punkt, wo das ist, aber ich habe es so gemacht. Ich habe auch die Kamera so eingestellt, dass sie nach 2 Minuten sich selber ausschaltet. All das spart Strom. Ich habe gestern mit einem Akku, ich kann es nicht genau sagen, wie viel, aber ich glaube, ich habe 1500 Bilder geschafft. Also Bilder bedeutet JPEG und RAW gespeichert, also nicht in die Dateimenge, sondern einzelne Bilder. Und dann musste ich den Akku wechseln, das habe ich vor der Flugshow gemacht und der war noch nicht leer. Ich wollte oder werde das vielleicht auch nochmal versuchen, einfach so viele Bilder machen, wie eben der Akku packt, aber naja, es ist auf jeden Fall viel. Ihr müsst einfach nur ausschalten und dann braucht ihr vielleicht wirklich über den Tag, wenn ihr viel Bilder macht, 2 Akkus. Schaltet ihr immer wieder aus und lauft dann 5 Minuten und macht sie dann für ein nächstes Bild an, habt ihr mit Sicherheit mit einem Akku den ganzen Tag Ruhe. Selbst der Blitz, und den habe ich unter der Woche ein paar Mal verwendet, weil ich mal ein paar Blitzaufnahmen testen wollte, wie da die Kamera so ist, der eingebaute Blitz, hat den Akku auch nicht so viel interessiert, also weit weniger als ich dachte. Wie gesagt, gestern vor der Flugshow habe ich dann gewechselt. Was habe ich noch? Das Objektiv. Das ist natürlich der Knaller. Und ich habe ja schon in dem anderen Video gesagt, 20 Weitwinkel bis 1200 mm Brennweite auf Kleinbild gesehen. Und das ist jetzt der Punkt, wo es vielleicht für den einen oder anderen wichtig wird, wenn er sagt, ich gehe irgendwo raus, ich mache vielleicht eine Safari, wobei, naja, es gibt schon Einschränkungen, ganz, ganz klar. Aber trotzdem, diese Kamera hat mir gestern den Arsch gerettet. Ich hätte es mit meiner Sony so nicht machen können. Warum? Viele der Aufnahmen, die ich gestern gemacht habe, wo jetzt jeder sagt, boah, geil, waren Brennweiten auf Kleinbild gesehen zwischen 500 und 800, 900 mm. Ich habe das vorhin ein bisschen überschlagen mit Dreisatz, weil in Lightroom wird die tatsächliche Brennweite vom Objektiv angezeigt. Also 3,58 mm bis 215 mm, was dann im Kleinbild umgerechnet eben die 1200 ist. Dreisatz passt, ne? Also auf jeden Fall, ich hätte das mit meiner Sony, mit meiner großen, nicht hinbekommen, weil die hat einen Bildstabilisator. Die Alpha 6300 hat keinen. Da hätte ich maximal ein Objektiv gehabt mit 210 mm mit Bildstabilisator. Ja, das wäre, sagen wir mal, auch gegangen, aber ja, ne? Man hätte noch ein bisschen abschneiden können vielleicht. Trotz alledem, mit der Kamera habe ich es gepackt. Ein Tipp ist wirklich, macht viele Bilder bei Tieren, weil die sich bewegen. Irgendwas ist gut. Und ich habe genug gute Bilder gehabt. Es gab einen Vogel, den habe ich ums Verrecken nicht getroffen, warum auch immer, obwohl er auch einmal prall in der Sonne war bei der Show in Geier. Warum auch immer. Ich weiß es nicht. Vielleicht sieht es auch nur so komisch aus, weil der so komische Federn hat. Ich bin einfach begeistert gewesen, auch gestern wieder. Und ich habe die Bilder gezeigt, ja, einer Amerikanerin, die gestern mit dabei war, Bekannte von meiner Schwester, die gerade hier ist in Deutschland. Und ich habe die Bilder auf mein iPad gemacht und beim Essen abends, wo wir uns dann wieder getroffen haben, sie hat die Bilder angeguckt und hat nur gesagt, wow, alles top. Jetzt natürlich, das ist iPad. Aber ich habe euch ja im anderen Video gezeigt, 13x18 Bilder davon zu machen, ist überhaupt kein Problem. Und die Qualität, ja, hinreichend gut. Ihr müsst natürlich mit RAW entwickeln. Das habe ich auch gemacht. Also wenn ihr jetzt die Bilder anseht, das sind entwickelte RAW-Dateien. Die sind zugeschnitten auf 16:9. Also sprich dieses Format, was ihr gerade seht. Die Breite ist
praktisch immer, bis auf ein paar Pixelzeilen, wenn ich manchmal ein bisschen gerade gerückt habe, das Bild, wo dann ein bisschen was wegfällt, ist praktisch original. Nur oben und unten ist was abgeschnitten. Ich glaube, ich habe euch genug erzählt. Jetzt kommen die Bilder. Und wenn ich wieder so ein bisschen was habe über die Kamera und wenn ihr Fragen habt, da unten rein. Und bitte, ich weiß, das ist eine Bridge-Kamera, ich weiß, das geht alles besser, aber für jemanden, der sagt, ich brauche eine Kamera, die günstig ist und gut ist, ich kann bis jetzt nicht klagen. Ihr müsst damit natürlich lernen, umzugehen, für die Anfänger unter euch. Und jetzt die Fotos. Bis zum nächsten Video. Ciao. Tschüss, euer Sven.